Und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Satisfactory mit der neuen Version. So, jetzt müssen wir hier mal nachgucken, was wir hier gebaut haben. Fakt ist, hier kommen Eisenbahnen hoch. Und wir sehen, die werden aufgeteilt auf 30. Ach, der verbraucht nur 15. Deshalb. Ach, die Stangen brauchen nur 15. Das heißt, wir könnten noch einen zweiten hinstellen. Der verbraucht nur 20. Ah, okay. Und der verbraucht 20. Der braucht 15, das sind 35. Dann kommen 60. Könnte man noch einen hier hinstellen, der Stangen macht. Den Schrauben. Der kann 10 verarbeiten und der produziert 15. Das heißt, 2 würden 30 verarbeiten. Dann könnte man 3. Und denen hinstellen, das würde hinhauen. Ne? Schrauben brauchen wir, glaube ich, jede Menge irgendwann mal. Das heißt, wir würden hier. Dann reicht das hier aber nicht mehr aus. Dann müssen wir. Ja, das ist aber auch doof, ne? Wieso macht der nur 20 hier? Wieso verbraucht der nur 20? Auch doof. Der macht 20. Quatsch, verbraucht 30. Was red ich denn? Oh, der bringt 15. Das heißt, der könnte mehr, wenn wir den Splitter anders setzen. Das heißt, ja, komm. Weg mit dem Zeug. So. Logistik. Splitter. Der Splitter kommt dann hier hin. Komm ich hier um die Ecke. Könnte eng werden. Nee. Passt. Das heißt, wir können jetzt hier noch einen hinstellen. Das heißt, was ist denn das? Konstruktor. Konstruktor, der Stangen herstellt. Ja, wir bräuchten dann, um das hier vernünftig auszulasten. Ja, ich darf nicht vergessen, wir brauchen ja auch Eisenplatten, ne? Wir müssen ja die Eisenplatten hier zu gestärkten Eisenplatten verarbeiten. Das wird hier passieren. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen auf alle Fälle einen Konstruktor. Das Blöde ist, jetzt wird es hier schon wieder eng, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Durchdacht und doch nicht, ne? So, einmal Pfosten.
Haben wir hier keinen Strompfosten hingestellt? Oh Mann. Katastrophe, Kerl. So, der soll machen Stangen. Und der macht daraus Schrauben. Da hat er nur 10 Stangen verarbeitet. Müssen wir das so machen, ne? Der macht Schrauben aus Stangen. 10 pro Minute. Wir haben gesagt, der macht 15. Ist halt zu viel. Ist halt so. So, denn hier haben wir dann tatsächlich jetzt schon wieder zu eng gesetzt. Oh, du kannst einfach nicht groß genug bauen, ne? Der steht völlig ungünstig. Warte. Ja, meine Kabellogistik ist irgendwie nicht so richtig schön. Hätte ich eigentlich anders geplant. Das werde ich auch demnächst zeitnah umbauen. Ne? Das ist... Ja. So. Hier entstehen Schrauben. Und hier entstehen Schrauben. Hier entstehen Platten. Frage ist, wie viele. Lass schon mal gleich gucken. Hier entstehen 20 Platten. Hier entstehen... Ja, 20 Platten. Wir brauchen für die Verstärkten 70 Schrauben. Also 80 Schrauben. Die Verstärkten können wir... Weiß ich gar nicht. Okay. Ja, für die Verstärkten brauchen wir die Erweiterung. So war das. Da würde ich sagen, wir stellen hier einen Container hin und sammeln da erstmal die Schrauben. Sonst wird das kompliziert hier, ne? Lager von Container. Ja, einen Beobachtungsturm bauen wir auch noch, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so. So, hier brauchen wir jetzt einen Fusionator. Fusionator.
So. Genau. So, einer hier rein. Vielleicht kommt noch ein dritter hin. Wer weiß. Genau, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir brauchen auch eine ganze Menge Schrauben. Da können wir die nächste Bauphase abschließen, sehe ich gerade oben rechts. Da würde ich sagen, wenn wir jetzt so viele Schrauben brauchen, dann produzieren wir hier doch einfach noch welche. Wobei das hier jetzt erschöpft ist, ne? 15 haben wir gesagt. 15. 30. Also, der Versorger hier ist ausgelastet. Warte mal, für mich die Frage, das Förderband schafft 60. Ja, das heißt, wir müssten die Förderbänder unten und den Zuleitungen erhöhen, weil die Miner bringen ja 120, ne? So, wir gehen rüber und gucken. Ne, erst nehmen wir Schrauben mit. Er schafft die Masse an Schrauben hier nicht, oder was? Ja, das hier schafft das nicht, ne? Aber wir haben noch genug. Steht doch gerade, wir haben 500. Da. So, dann geht's ab. Dann können wir jetzt gleich wie heißt das Ding? Aktiver Meilenstein. Meilenstein auswählen. Okay. Jawohl. Denn wir brauchen die Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit Company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir irgendwann diesen Weltraumlift bauen. Und hier können wir jetzt, wenn wir können, von den Mazer Produktion den Fabrikator, genau. Der braucht Der braucht die Dinger hier. Ein Rotor. So, stopp. Rotor. Wer macht die denn, die Rotoren? Macht ihr die auch? Wir brauchen Rotoren um... Ganz toll. Wir brauchen Rotoren. Rotoren bauen wir aus... Ah, wir gehen gucken. Dann müssen wir die von Hand machen. Jetzt 4 Stück erstmal. Auch werden wir die auch zeitnah in Angriff nehmen müssen. Oh Mann. Aha, Schrauben und Stangen. Das wird ja bedeuten. Schrauben und Stangen. Ah, wie doof. Das sieht alles gut aus.
Schrauben und Stangen. Oh, Schrauben haben wir hier. Wir produzieren doch eigentlich zu viel Stangen, ne? Produzieren 30 und verarbeiten nur 20. Wir einen Teil der Stangen abzweigen. Hier sammeln. Oder... Ne, müssen wir hier sammeln. Weil ich kann das nicht... ich kann dem nicht sagen... Kann man dem Splitter... Dem Splitter sagen, wo er was hintun soll? Nee, ne? Ein bisschen viel verlangt. Wenn ich die jetzt abzweige, da bringt der mir 10 Stangen pro, das ist ja auch nichts. Ne? Die Frage, müssten eigentlich zuerst Rotoren herstellen. Ohne Rotoren können wir keine Konstruktoren bauen. Aber um Konstruktoren, um Rotoren zu bauen, brauchen wir Stangen. Oh Gott. Ja, richtig heftig. Also, Stangenproduktion. Fühlen sich ganz langsam, ne? Also wir müssten hier die zweite anzapfen. Ja, ist gute Frage. Was machen wir zuerst? Rotoren könnte man von Hand herstellen. Komm, wir machen zuerst verstärkte Eisenplatten. Alles andere macht keinen Sinn. So, stellen wir hier hin. Weit genug. Müssen wir eh ein bisschen... Das macht der nicht. Der macht das nicht. Gut. Einmal. Aber... Hier machen wir anders. Stopp, 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 stopp. Das ist ein schöner Bau, Opa. So, was haben wir gesagt? 2. Genau. So. Das werden wir jetzt in Zukunft immer schön so machen. Läuft schief, warum? Achso, ja. Hätte den Einlauf, wollte ich gerade sagen, hier in die Mitte machen müssen. Egal. Lassen wir jetzt erstmal so. Oh, der soll verstärkte Eisenplatten machen. Genau. Dann werden wir jetzt mal den Strom verteilen hier. Aber diesmal machen wir es besser. So. Können wir den Baum eigentlich von hier oben abschneiden? Nee. Gut, ist egal. Noch stört er nicht, aber bald. Nochmal. Wir stellen... wir können jetzt den Pfosten benutzen. Das ist okay.
und sehen dann nachher weiter, wie es geht. Ne? So, hier laufen jetzt Eisenplatten. 5 pro Minute. Und die nehmen 12 Schrauben und 6 Eisenplatten. Das heißt, wir könnten von den Dingern 6 Eisenplatten. 5 Stück versorgen. Und es kommen 80 Schrauben an. Der Verbrauch 12. 5 mal 12 sind 50, 60. Ach Quatsch. Ach so, der Verbrauch. Ja, jetzt verstehe ich es. Braucht 30 Eisenplatten pro Minute und 60 Schrauben pro Minute. Das reicht dann aber trotzdem. Es kommen nämlich hier, haben wir gesagt, wie viel an? Es reicht tatsächlich nicht, ne? Kommen nur 20. Oh, 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 oh. Das wird ja nochmal richtig. Naja, okay. Ja, falls da was aufläuft, kann sich da der Container füllen, ne? Ich könnte noch mal welche mitnehmen, nämlich etwas reduziert. So, dann würde ich fast sagen, wir müssen hier noch 2, 3 von denen bauen. Was sagt denn unser Strom überhaupt? Unter 20 haben wir. Okay. Also, nochmal. Wir verbrauchen 60, wir produzieren 80. Wir verbrauchen 30 und produzieren 20. Das könntest 3 Stück splitten. 3 mal 20 sind 60. Und 2 mal 30. Boah, da wird es aber richtig heftig hier, ne? Aber wir machen das. Wir arbeiten so effizient wie möglich. So, was haben wir dabei? Wir haben Schrauben dabei und wir haben, was denn? Eisenplatten, ne? So, wie sieht's aus? 12 Stück können wir bauen. Machen wir dann auch. Da werde ich mal ein bisschen abreißen müssen, weil das hier logistisch richtig aufzubauen, brauche ich Platz. Kein Problem. Produktionen hier sind ja eigentlich perfekt. Obwohl das hier nicht läuft, ne? Eigentlich sollten hier nur 15 pro Minute ankommen und die sollten eigentlich bearbeitet werden, ne? Sei denn, ein Denkfehler. Ja, habe ich auch. Er braucht 30, aber ich gebe dem nur 20.
Also, abbauen. Schön bauen. Richtig bauen. Weg damit. Müssen mit zwei Splittern arbeiten, sonst geht's nicht. Er muss erstmal in 2x30 aufteilen. Geht es nicht. Und dann stellen wir schön dicht davor. So, einmal 30 da rein. Einmal 30 den nächsten Splitter. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier eigentlich direkt hier hinstellen, damit wir so dicht wie möglich hier rauskommen, damit wir nachher von denen hier noch, habe ich noch nicht genug aufgepasst beim Bauen, ne? Ach, es ist immer das Gleiche. Gut, egal. Jetzt kriegen wir noch einen Splitter mit 2x15. Heißt, gehen hier rein. Das lassen wir jetzt auch so, das spart ein bisschen Platz. Ne? So, da können auch die normalen Federbänder hier bleiben. Die schnellen Federbänder brauchen wir später nur für sonst was. Ne? So, hier die Versorgung ist da. Das heißt, der hier produziert jetzt schön viel Eisenplatten. Sammelt die auch mittlerweile. Ich nehme sie mal mit. Werden wir auch zeitnah brauchen. Würde ich dem auch einen Container verpassen. Gucken wir mal eben. Ich glaube, der Container hier, der ist nicht nur notwendig. Dass sich ein bisschen staut, macht das nichts. Also, das hier ist jetzt eine Fabrik ausschließlich für. Passt doch nicht, ne? Ne, es passt alles nicht aufeinander. Mit den Zeiten. Die Platten kann er von mir aus sammeln. Die brauchen wir ja sowieso ständig. Werden dann hier. Neu anfangen. Und aus die Rotoren bauen. No. Ist das richtig? Wir haben 13. Eieiei. 7 können wir noch. Dann werden wir die mal eben bauen. Da haben wir 20. Die Rotoren werden wir dann auch bauen lassen. Wir brauchen dazu Schrauben und Stangen. So, Schrauben. Wenn wir hier Schrauben abzweigen, wir haben hier noch eine Möglichkeit für Schrauben abzuzweigen. Es kommen an 80. Braucht aber, glaube ich, 60, ne? Ja. Jetzt, wenn wir die abzweigen. Ach, das ist auch wieder doof. Auf dem gemeinsamen Nenner bringen geht gar nicht, ne? 80, 160, 320. Ja, 360, das ist unlogisch. Wenn ich die jetzt abzweige, ist die Produktion unterbrochen. Also, neue Sache. Nützt mir das was, wenn wir die hier von der 20, ne, nützt mir gar nichts. Ui, Entschuldigung.
heißt, wir müssten die gleiche Straße hier nochmal aufbauen, wie die hier. Jetzt muss ich mal eben das Rezept gucken für die Rotoren. Noch einmal kurz. So, die Rotoren brauchen 5 Stangen und 25 Schrauben. Oh, Moment mal. 25 Schrauben, da könnte ich doch mit leben. Aber die Eisenplatten fehlen uns dann, ne? Macht 20 Eisenplatten und der braucht aber 30, ne? So, das heißt, wir werden gleich wieder umbauen. Wir brauchen 3 Produzenten für Eisenplatten. Oder wir müssen hier anbauen. Könnte ich offline machen. Ich werde offline die Platte hier vergrößern. Jetzt muss ich hier alles wieder abbauen. Auch 3 Produzenten für Eisenplatten. Dann kann ich 2 von denen betreiben. Damit das Ganze wirklich effizient läuft, ne? Sonst bringt das nichts. Gut, ich mache mir Gedanken. Ich werde vielleicht vergrößern, vielleicht werde ich schon einen Teil bauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Ciao.